Morgen, Herr Fischer. Moin. Erster Stock. Opfer heißt Jens Schubeck, 36 Jahre, Geschäftsführer von Winbeck Software. Laut Firmenschild gibt es noch Herrn oder Frau Winder? Dominik Winder, der lebt noch. Die Reinigungskraft hat ihn gefunden. Der war an den Heizkörper gefesselt, direkt neben der Leiche seines Kompagnons. Oh. Der ganze Laden wurde komplett auf den Kopf gestellt. Gab's denn was zu holen in der Firma? Ja, keine Wertgegenstände, aber das ist eine Softwarefirma. Sensible Daten nehme ich mal an. Verstehe. Ich geh mal hoch. Bin gleich wieder bei Ihnen. Guten Morgen, Bernd. Morgen, Kerstin. Ist das Herr Winder? Ja, ich habe kurz mit ihm gesprochen. Er sagt, er und Jens Schubeck waren alleine hier und haben länger gearbeitet. Gegen 9:30 hat er Geräusche gehört. Hat er den oder die Täter gesehen? Nein. Er sagt, er wurde an seinem Schreibtisch niedergeschlagen und war bewusstlos. Als er wieder zu sich kam, lag er da hinten beim Server und bei dem Aktenregal. Ah. Wo ist die Leiche? Auch dort. Guten Morgen, Frau Dr. Engel. Hallo, Reuter. 2 Schuss, direkt in Brust und Schläfe. Das Opfer war gefesselt, ne? Mhm. Kabelbinder. Irgendwas zur Tatwaffe? Die Kugeln stecken im Körper. Ballistik nach der Obduktion nicht. Tippe auf Kaliber 9. In den Wunden sind Fasern, vermutlich Carbon, von einem Schalldämpfer. Das war kein Gelegenheitseinbruch. Nun, das sieht nach einer gezielten Tötung aus. Und an dem Heizungsrohr war das andere Opfer fixiert, ja? Genau. Merkwürdige Vorgehensweise. Na, ich meine, das Opfer wird am Schreibtisch niedergeschlagen, dann bewusstlos hierher gebracht und direkt neben der Leiche am Heizungsrohr fixiert. Warum? Haben Sie sich die Verletzung von Herrn Winder mal angeschaut? Ja, Kratzer, Abschürfung und eine Platzwunde an der Augenbraue. Reicht das für eine längere Bewusstlosigkeit? Unwahrscheinlich. Ich weiß doch nicht, was diese Leute gesucht haben. Leute? Also waren es mehrere Täter? Nein. Ich weiß es nicht. Herr Winner, unsere Gerichtsmedizinerin sagt, dass Ihre Verletzungen nur oberflächlich sind. Da haben Sie ja noch mal Glück gehabt. Mhm. Sie bleiben aber dabei, dass Sie die ganze Zeit bewusstlos waren, bis die Reinigungskraft Sie gefunden hat? Ja. Ich kann mich an nichts erinnern. Denken Sie, Sie sind zu einer Befragung in der Lage. Wir würden Sie gerne mitnehmen. Und Sie sehen aus wie eine Anwältin. Paula Olafsson. Bernd Reuter, guten Tag. Wir hatten noch nicht miteinander zu tun, oder? Ich bin auf der Suche nach meinem Mandanten, Dominik Winder. Das ging ja schnell. Seine Frau hat mich verständigt. Ja. Sie wissen also Bescheid? Herr Winder ist lediglich wegen einer Zeugenaussage hier. Dann kann ich ja gleich zu ihm. Ich zeige Ihnen, wo Sie ihn finden, ja? Ja? Fischer, Kripo Wiesbaden. Dürfte ich mal reinkommen? Geht's um Jens? Ist ihm was passiert? Wir sprechen am besten drin. Danke. Ich muss Sie das leider fragen. Wo waren Sie gestern Abend? Ich war auf einer Geburtstagsfeier. Jens war noch nicht da, als ich zurückkam. Aber das war normal.